Für die althochdeutsche Literatur hatten wir uns einige Textsorten oder im weitesten Sinne oder vielmehr Kontexte angeschaut, in denen deutschsprachige Literatur unter bestimmten Voraussetzungen entsteht, sowie einige ihrer Vertreter. Das Heldenlied mit dem Hildebrandslied im Kontext von Herrschaft und Heiligkeit, die Evangelienharmonie Otfrieds von Weißenburg. Wir haben auch Gebete, Hymnen, Segens- und Beschwörungsformeln uns angeschaut oder auch unter Vorbehalt von so etwas wie Propagandadichtung im Hinblick auf das frühmittelhochdeutsche Annolied gesprochen. Vielleicht fiel auch schon mal der Begriff Gattung, ohne dass wir geklärt hätten, was er überhaupt und speziell für die mittelalterliche Literatur bedeutet, wozu man ihn überhaupt braucht, unter welchen Voraussetzungen sich Gattungsmuster ausbilden, auf welche Bedürfnisse und Ansprüche der mittelalterlichen Gesellschaft, in welchen Kontexten einzelne Gattungen reagieren und so weiter. Diesen Fragen wollen wir in dieser Vorlesung nachgehen. Der Gattungsüberblick, den wir gemeinsam unternehmen, ist nicht auf Vollständigkeit, sondern allein auf Exemplarizität angelegt. Er soll Ihnen zentrale Gattungen der höfischen Literatur, vor allem des Hochmittelalters, vorstellen und Sie sensibilisieren für Forschungsprobleme, denen sich die germanistische Mediävistik im Zusammenhang mit Gattungsfragen zu stellen hat. Was ist nun eine Gattung? Sehr verallgemeinert kann man sagen, eine Gattung ordnet literarische Texte aufgrund von beobachtbaren Gemeinsamkeiten der Form und des Inhalts. Ebenso stark vereinfacht, deshalb aber auch besonders langlebig, ist die sogenannte Gattungstrias Johann Wolfgangs von Goethe, die dieser wiederum aus der Poetik des Aristoteles ableitete. Goethe geht von drei Naturformen aus, so etwas wie Metagattungen, und zwar Epik, Lyrik und Dramatik. Epik fasst erzählende Texte sehr unterschiedlicher Formen zusammen, Großformen wie den Vers- und Prosaroman, genauso wie kurze Mären in Paarreimversen, also jetzt hier schon an der mittelalterlichen Literatur exemplifiziert. Lyrik umfasst in metrischen und strophischen Strukturen gebundene und daher vor allem im Mittelalter grundsätzlich sangbare Texte zusammen. Dramatische Texte zeichnen sich durch performative Sprechsituationen bzw. eine Darstellung der Handlung durch Dialoge aus. Aktuellere Gattungsmodelle und für die mittelalterliche Literatur wie auch für die Auseinandersetzung mit vor allem nicht fiktionalen Texten allgemein durchaus sinnvoll ergänzen diese Trias durch eine vierte Gruppe, die der Sachtexte. Diese Naturformen sind nicht als Einzelgattungen zu denken, sondern als Oberbegriffe für ganze Gattungsspektren, die sich historisch anhand ihrer jeweiligen Merkmale je unterschiedlich ausfalten und damit auch vielfältige Übergangsformen, wie etwa Formen erzählender Lyrik oder Mischformen allgemein, die für die mittelalterliche Literatur typisch sind, zu beschreiben, in der Lage sind. Begriffe wie Textsorte oder auch Texttyp werden in der Regel synonym benutzt und/oder im Sinne eines theoretisch weniger aufgeladenen, offeneren Gebrauchs, vor allem auch im Hinblick auf nicht-literarische Texte. Merkmale des Inhalts, also wir klassifizieren Gattungsmuster, Gattungen nach Inhalt und nach Form. Merkmale des Inhalts. Also, was wird erzählt bzw. ausgesagt? Zum Beispiel eine Minnegeschichte von Tristan und Isolde oder eine Erzählung vom umstrittenen Kölner Erzbischof und Heiligen Anno oder Ausschnitte aus den biblischen Evangelien. Die nennt man auch Histoire. Die Histoire ist die chronologische Aufzählung aller Inhalte oder auch der Erzählverlauf der Handlung. Merkmale der Form. Des sogenannten Diskurs betreffen die Art und Weise der Darstellung der Histoire, also zum Beispiel, ob es einen Erzähler gibt, dramatische Rede zum Einsatz kommt oder ob sich ein lyrisches Ich äußert und so weiter. In Bezug auf erzählende Texte, für welche die Unterscheidung von Histoire und Diskurs von den französischen Literaturwissenschaftlern Zvetan Todorov und Gérard Genette geprägt wurde, differenziert man
den Diskur in Erzählzeit, Erzählaspekt und Erzählmodi, der Distanz und der Unmittelbarkeit. Letztere wird zum Beispiel hergestellt durch das, was wir fingierte Mündlichkeit bezeichnet hatten und aber auch problematisiert hatten. Der französische Begriff Discours, wie er in der Literaturwissenschaft Verwendung findet, entspricht allerdings nicht unserem deutschen Wort Diskurs. Sehr vereinfacht kann man Diskurs als ein Thema auffassen, das sich aber keineswegs auf literarische Texte oder auch nur Texte beschränken muss, sondern jede mediale Auseinandersetzung mit einem Thema ist Teil eines Diskurses, der zum Beispiel die Okkupation mittelalterlicher heroischer Narrative durch rechtsnationale und rechtsextreme Kreise sein könnte. Wir kommen in der nächsten Folge dieser Videoreihe im Zusammenhang mit der Heldenepik genau auf diesen Diskurs zurück, weshalb er hier schon einmal als Beispiel dienen darf. Damit sind Gattungen auch keine Diskurse, vielmehr können unterschiedlichste Gattungen an einem Diskurs teilhaben, ob sie lyrisch, episch, dramatisch oder auch sachlich seien. Werfen wir nun einen Blick auf mittelalterliche Gattungen, wie sie im Hochmittelalter, also etwa im Zeitraum von 1050 bis 1250 zu finden sind, von denen einige neu zu bereits im Althochdeutschen Existierenden hinzutreten, andere weitergeführt und weiterentwickelt werden. Die Mehrzahl der Texte dreht sich um das Thema Minne, nimmt also am höfischen Minne-Diskurs teil. Das ist sowohl für lyrische wie epische Texte der Fall. Betrachten wir zunächst gemäß der Naturformen, an denen man sich auf einer Makroebene immer erst einmal orientieren kann, bevor auf der Mikroebene differenziertere Unterscheidungen getroffen werden, als erstes die Lyrik. Der sogenannte Minnesang ist hier wahrscheinlich die dominante Gattung, die ab dem 12. Jahrhundert bis zum Ende des 13. Jahrhunderts frequent nachweisbar ist. Thema ist die Minne zwischen Mann und Frau, zumeist zwischen Ritter und höfischer Dame. Häufig von einem Ich getragen, in dessen Hülle bei der Aufführung ein Sänger schlüpft, wendet sich der Minnesang an die Minnedame und oder an das Publikum und reflektiert über Minneleid und Minnefreude. Die zweite zentrale lyrische Gattung des Hochmittelalters ist die Sangspruchdichtung. Der Begriff ist an sich schon verwirrend. Wurde denn nun gesprochen oder gesungen? Höchstwahrscheinlich Letzteres. Damit unterscheidet sich der Sangspruch vom Minnesang nicht hinsichtlich der Aufführungssituation, aber auch nicht hinsichtlich der Autoren, denn sehr oft hatten die Dichter, die im Dienst der Fürstenhäuser und oder einzelner Gönner und Auftraggeberinnen standen, beide Gattungen im Repertoire. Aber die Themen sind viel breiter gefächert. Sangsprüche können politische, soziale, moraldidaktische, religiöse oder auch naturkundliche Themen haben. Schelte- und Heischestrophen sind ebenso beliebt wie panegyrische Texte, also Lobrede, die im Kontext des Mäzenatentums die sozialen Beziehungen zwischen Sängern und GönnerInnen thematisieren und reflektieren. Und schließlich und weit verbreitet sind Texte, die sich mit der Kunst, vor allem natürlich mit der Sangeskunst und ihrer ästhetischen und gesellschaftlichen Rolle auseinandersetzen. Allerdings gibt es durchaus nicht wenige Sangsprüche, die sich auch mit dem Thema Minne, allerdings aus einer eher nicht involvierten, sondern reflektierenden, distanzierteren Haltung heraus beschäftigen. Gelegentlich finden Sie in diesem Zusammenhang auch deshalb den Begriff Minnespruch in der Forschungsliteratur. Formal gesehen ist der Sangspruch oft weniger kunstvoll gedichtet als der Minnesang, der zumeist mindestens dreistrophig und in sogenannter Kanzonenform daherkommt. Zu Beginn der Tradition, meist einstrophig überliefert, nimmt demgegenüber der Sangspruch im Verlauf der Zeit aber auch immer mehr Raum ein und übernimmt auch sonst formale und motivische Charakteristika des Minnesangs. Ab der Mitte des 13. Jahrhunderts kann man zwischen Minnesang und Sangspruch eine deutliche Auflösung der Gattungsgrenzen sowohl in formaler wie inhaltlicher Hinsicht beobachten. Die Abgrenzung wird dann entsprechend schwieriger. Wir werden uns damit noch genauer in einer späteren Folge dieser Videoreihe beschäftigen, die sich dann intensiv mit Minnesang und Sangspruchdichtung auseinandersetzen wird.
Neben Minnesang und Sangspruchdichtung grenzt sich vor allem formal der sogenannte Laich ab, den man auch als lyrische Prunkgattung bezeichnet. Laiche haben auch unterschiedliche Themen, wobei Minne und religiöse Themen stark dominieren. Sie sind umfangreich, haben oft mehrere hundert Verse und sind nicht im eigentlichen Sinne strophisch, vielmehr zyklisch angelegt und besonders kunstvoll und aufwendig gereimt sowie metrisch geformt. Daneben existieren andere, kleinere Gattungen, wie die häufig aus religiösem Kontext und anonym überlieferte Mariendichtung oder auch die Kreuzlieder, die wiederum am Hof von höfischen Dichtern verfasst und vorgetragen wurden und sich nicht selten mit anderen Themen und Formen wie dem politischen Sangspruch oder dem Minnesang verbinden, wenn sie auch dominant ein geistliches Sujet haben, nämlich den Aufruf zum Kreuzzug. Kommen wir zur Naturform des Dramas, das wir eigentlich ganz schnell abhaken könnten, denn das Drama, zumindest wie Aristoteles und ihm nachfolgend Goethe sich das vorgestellt haben, gab es im Mittelalter nicht. Eine formal, aber nicht generisch verwandte Gattung ist allerdings das mittelalterliche geistliche Spiel. Das geistliche Spiel entwickelt sich seit dem 10. Jahrhundert aus der Liturgie an den kirchlichen Festtagen, wie zum Beispiel das Osterfestes, die typischerweise gekennzeichnet ist durch ihre antiphonale Struktur, also durch einen Gegen- bzw. Wechselgesang. Daraus entwickelt sich eine Aufführungslogik mit dramatischer Rollenrede, die immer mehr mit Handlungselementen und ganzen Szenen, die nur zum Teil Vorlagen im Evangelium hatten, angereichert wurde. Neben dem sogenannten Osterspiel, in dem das Ostergeschehen im Vordergrund steht, entstehen Passionsspiele, welche die Handlung der evangelischen Geschichte vom Leiden und Sterben Christi erweitern. Bis heute noch aktuelles Event ist das Oberammergauer Passionsspiel, das 2022 wieder aufgeführt wird. Aus der Weihnachtsliturgie entsteht das Weihnachtsspiel. In Analogie dazu entstehen ähnliche geistliche Spiele zu verschiedenen Festtagsprozessionen, sogenannte Weltgerichtsspiele, die die Ereignisse am jüngsten Tag aufführen, sowie Mirakel- und Mysterienspiele. Zwar enthalten geistliche Spiele des Hoch- und Spätmittelalters auch stärker weltlich geprägte Szenen, die sogar komischen und derben Charakters sind, sie sind aber auch bezogen immer auf den Inhalt und die Aufführung an Geistliches, sind immer an Geistliches gebunden. Sie werden deswegen auch zunächst in Kirchenräumen aufgeführt und erst später unter der Beteiligung von Geistlichen auf die Marktplätze verlagert. Als die Beliebtheit an diesen Spektakeln immer größer wurde, wuchsen dann auch die Texte an und der betriebene Aufwand bezüglich Bühne, Kostümierung, beteiligte Darsteller und vor allem auch die Dauer der Spiele. Es war nämlich überhaupt nichts Ungewöhnliches, dass Spiele dieser Art Tage oder gar Wochen dauerten. Genuin weltliche Spiele entstehen erst im 15. Jahrhundert als sogenannte Fastnachtsspiele, die von Laiendarstellern im Kontext der Fastnacht im kleinen Rahmen, zum Beispiel im Wirtshaus, aufgeführt wurden. Sie hatten meist schwankhaften, komischen oder auch sexuell konnotierten Inhalt. Teils waren sie auch satirisch oder didaktischen Charakters und dienten der Unterhaltung eines sehr gemischten städtischen Publikums. Das Drama, wie wir es heute kennen und das der gemeinten Naturform im eigentlichen Sinne entspricht, taucht dann erst in der Zeit des Barock, also im 17. Jahrhundert, auf mit seinem bekanntesten Vertreter Andreas Gryphius. Betrachten wir die Epik, das heißt die erzählende Dichtung, die am stärksten von formaler und inhaltlicher Ausdifferenzierung geprägt ist, dann kann man sagen, dass sie sich formal einerseits in längere, wie den Roman, und kürzere Formen, wie zum Beispiel dem Märe, andererseits in Prosa- und Reimformen unterscheiden lassen. Wobei erstere historisch jünger, erst im Spätmittelalter auftaucht und quantitativ deutlich unterpräsent ist und letztere wiederum unterschiedliche Mikroformen aufweisen kann. Inhaltlich ist das Spektrum der mittelalterlichen Großepik durchaus vielfältig.
Es lassen sich aber gewisse Cluster ausmachen, die ihre modernen Gattungsnamen nicht in jedem Fall inhaltlichen Kriterien verdanken. Die sogenannte Spielmannsepik zum Beispiel ist eigentlich ein Begriff, der aus der Verlegenheit entstand, eine Gruppe aus thematisch und motivisch sehr unterschiedlichen Texten zusammenzufassen, für die man davon ausging, dass sie von nichtadligen Spielmännern an den Höfen der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts gedichtet und vorgetragen wurden. Als Spielmänner wurden Personen bezeichnet, die zum fahrenden Volk gehören und gegen Bezahlung sangen, auf Instrumenten spielten oder auch Kunststücke vorführten. Fahrende, sogenannte Vaganten, gehörten zu den unterständischen oder auch außerständischen Bevölkerungsgruppen, waren gering oder gar nicht gebildet, hatten kaum Rechte und auch wenig Geld. Die Gruppe der Texte, die man diesen Spielmännern nun zutraut, enthält eine überschaubare Anzahl von Texten. Herzog Ernst, so heißen die, König Rother, Salman und Morolf, Urendel und König Oswald. 5 Texte sehr unterschiedlichen Inhalts, teilweise in auch recht unterschiedlichen Fassungen überliefert. Gemeinsam ist den Texten eine tendenziell weniger stilistisch und strukturell einfache, teilweise burleske Erzählweise, die sowohl historische, legendarische und fantastische Motive und Figuren einschließt, wie auch Märchen- und Sagenmotive. Die Texte sind allesamt anonym überliefert. Diese gemeinsamen Merkmale sind äußerst grobschnittig und trotzdem umstritten. Sie treffen schließlich auch auf viele andere Texte zu oder im Detail auch nicht auf jeden dieser 5. Es hat sich mittlerweile durchgesetzt, die Einzeltexte eher in ihrer Spezifik zu beschreiben und sogar den Begriff der Spielmannsepik ganz zu vermeiden. Ihn zu kennen, schadet aber aus fachgeschichtlicher Perspektive nicht, denn er verrät etwas über die Entstehung von Gattungsbezeichnungen, ihre analytischen Konsequenzen in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung und die grundsätzlichen Probleme, die mit modernen Gattungstheorien verbunden sind, die retrospektiv auf historische Texte angewendet werden. Das Urteil der früheren Forschung zur sogenannten Spielmannsepik als ästhetisch, stilistisch und strukturell wenig elaboriert, gespickt mit derbem Sprachgebrauch und Figurenpersonal sowie scheinbar unharmonischer Motivmischung, wurde nämlich einerseits vor dem Hintergrund des höfischen Romans gefällt, der sich diesen Merkmalen kategorial entgegensetze, andererseits vom sozialen Milieu der vermeintlichen Verfasser, den fahrenden Spielmännern also, hergeschlossen. Beides evoziert einen schiefen Blick auf die Texte, ebenso wie auf die höfischen Romane, denen die burleske Schreibweise keineswegs völlig fremd sind, in denen bisweilen Zwerge und andere fantastische Figuren ihr Unwesen treiben und die mitnichten durchwegs stilistisch und ästhetisch auf höchstem Niveau durchformt sind. Vielmehr ist wohl davon auszugehen, dass die Texte der Spielmannsepik wie andere höfische Erzählgattungen des Hochmittelalters von Dichtern gleichen Lebens- und Bildungshintergrundes entstanden, das Interesse und der Geschmack des Publikums, etwa auch zu verschiedenen Anlässen, aber unterschiedliche literarische Reflexe zeitigte. Schließlich mussten diese sogenannten Spielmannsepen ja auch irgendwie auf das Pergament gelangen, also das Bedürfnis nach ihrer Überlieferung bestanden haben. Wenn man dann nämlich etwa die Überlieferungssituation des Erec Hartmanns von Aue mit derjenigen des König Rother vergleicht, das können wir sehr schnell, indem wir den Handschriftenzensus im Internet zu Rate ziehen, stellen wir fest, dass kaum von einer geringeren Wertschätzung des sogenannten Spielmannsepos gegenüber der Speerspitze des deutschen Artus-Romans Hartmanns Erec gesprochen werden kann. König Rother hat mit 6 nachweisbaren Überlieferungsträgern sogar die Nase vorn. Betrachten wir noch einige andere wissenschaftliche Gattungsbegriffe für hochmittelalterliche Romane und überlegen zunächst von ihren Namen her, welche gemeinsamen Merkmale zu den Begrifflichkeiten geführt haben. Chanson de geste,
ein französischer Begriff, heißt eigentlich nichts anderes als Lieder von Taten, nämlich Heldentaten. Meint gattungstypologisch aber trotzdem etwas anderes als die Texte, die wir mit dem deutschen Wort Heldenepik bezeichnen. Wir verwenden den französischen Ausdruck, da nicht nur die Vorlagen der gemeinten Texte französischen Ursprungs sind, also von französischen Verfassern zuerst gedichtet wurden, sondern die Stoffe selbst in Frankreich spielen. Die Erzählrahmen werden von prägnanten historischen Persönlichkeiten, ihrer Herrschaft und ihrer historischen Wirkung her abgeleitet. Zum einen sind das Karl der Große und sein Sohn Ludwig der Fromme, zum anderen der heilige Wilhelm von Aquitanien bzw. Guillaume d'Orange, wobei das epische Personal zwischen den beiden Stoffkreisen schon aufgrund der historischen Zusammenhänge auch wechselt bzw. sich durchmischt. Wilhelm von Aquitanien war nämlich ein enger Vertrauter Ludwigs des Frommen, der zwischen 813 und 840 gesamtfränkischer Kaiser war. In der deutschen Literatur wird diese sogenannte Karls-Epik unter anderem vertreten durch das Rolandslied des Pfaffen Konrad schon im 11. Jahrhundert, das auf die französische Vorlage Chanson de Roland zurückgeht. Es wäre auch nicht falsch, den König Rother mit dazu zu zählen, denn der vielleicht fiktive Rother figuriert in dem sogenannten Spielmannsepos nämlich als Karls Großvater. Der französische Wilhelmsstoff, also die Geschichten um Wilhelm von Aquitanien, erhält im deutschen Sprachraum prominente Ausarbeitung durch Wolfram von Eschenbach. Im Willeheim, so heißt der Roman, entstanden im 13. Jahrhundert, verbinden sich heroische und legendarische Motive mit der Minne zwischen dem Titelhelden und Güburg, die nämlich als heidnische Königin Arabel geboren, geheiratet und Mutter geworden war, sich aber hat taufen lassen und die Ehe mit dem Markgrafen Willeheim eingegangen war. Rache ist daher ein treibender Motor der gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Heiden und Christen im Willeheim. Zentraler Plot der Chanson de Geste ist der Heidenkampf und die Darstellung heroischer und oder legendarischer Identität. Hinzu kommen in verschiedenen Bearbeitungen mehr oder weniger stark ausgeprägt Auseinandersetzungen zwischen Kaiser und Vasall bzw. der Zentralgewalt und der Partikulargewalt, nämlich eine Problematik, die zur Herrschaftszeit der Staufer, also zur Entstehungszeit der deutschen Texte, virulent und daher auch in den Erzählungen über viel weiter zurückliegende historische Stoffe für das Publikum interessant war. Der deutschsprachige Gattungsbegriff Heldenepik bezieht sich gegenüber den Chansons de Geste nicht auf die französische, sondern historisch noch weiter zurückliegend auf die germanische Vergangenheit zur Zeit der Völkerwanderung, also etwa auf das 4. bis 6. Jahrhundert. Erzählte Zeit, Ort und episches Personal sind also ganz andere, während höfische Erzählmotive und Erzählweisen wie etwa Brautwerbung und Minne entsprechend der Erzählzeit der Texte, also im 12. und 13. Jahrhundert, ebenso stark vertreten sind wie Konflikte zwischen Herrschaftshäusern, Lehnstreue und der Rachegedanke. Neben dem Nibelungenlied gehören unter anderem die Texte der sogenannten Dietrich-Epik dazu, also Texte, die sich im Umkreis der Figur Dietrich von Bern abspielen, die mit der historischen Person Theoderichs des Großen identisch ist. Als den frühesten Vertreter haben sie schon das althochdeutsche Hildebrandslied kennengelernt. Sie sehen an diesen beiden Gattungen, Chanson de Geste und deutscher Heldenepik, dass sich ihre Inhalte, die Erzählhandlung also, sowohl historisch als auch geografisch lokalisieren lassen. Eine solche Unterscheidung, die sich im Idiom der Gattungsbegriffe niederschlägt, Chanson de Geste, Heldenepik, wird auch für die sogenannten antiken Romane unternommen. Sie erzählen nämlich geschichtliche Stoffe, die sich zum einen um Alexander den Großen und seine Abenteuer ranken. Alexander regierte im 4. Jahrhundert vor Christus als Sohn Philipps II. Von Makedonien in Griechenland, eroberte das Perserreich und zog sogar gegen Indien.
Er starb allerdings früh, weshalb er Indien nicht unterwerfen konnte. Nichtsdestoweniger ranken sich schon in der Antike fantastische Geschichten um diesen herausragenden Herrscher. In deutscher Sprache ist der Alexanderstoff unter anderem 1120, 1140 von einem Verfasser überliefert, der sich Pfaffe Lamprecht nennt. Der Alexanderstoff bot dem Publikum Heils- und Weltgeschichte, denn Alexander soll sogar das irdische Paradies, jedenfalls von außen, geschaut haben. Sie erinnern sich an die mittelalterliche Weltkarte, auf der das Paradies ganz weit im Osten lag. Einen kulturellen und geografischen Eindruck vom nahen und fernen Osten und ihren Wundern, genauso wie ein Exempel herausragenden höfischen Herrschertums und heroischer Exorbitanz, lernten die mittelalterlichen RezipientInnen außerdem. Der Alexanderstoff war entsprechend beliebt und wurde in Vers und Prosa bis in das 15. Jahrhundert immer wieder neu in deutscher Sprache erzählt. Die zweite herausstechende, prominente Figur eines Stoffkreises der antiken Romane ist Aeneas, der Protagonist Heinrichs von Veldeke gleichnamigen Romans, der 1184-85 vollendet wurde. Auch dieser geht auf eine französische Vorlage zurück, die wiederum eine ziemlich freie Bearbeitung von Vergils Aeneas darstellt. Dieser Aeneas soll dem Untergang Trojas entflohen sein, um in der Lombardei ein neues Troja zu gründen, das die Welt beherrschen solle. Die unglückliche Liebe zu Dido in Karthago wird durch die glückliche zu Lavinia ersetzt, die aber erst gegen den Rutulerkönig Turnus erobert werden muss. Schließlich gründet Aeneas das besagte neue Troja, das nichts anderes ist als Rom, und vollendet damit die vier Universalmonarchien, in deren Nachfolge ja auch der Dichter des Annolides seinen Erzählgegenstand verordnet hatte. Wo Heinrichs von Veldeke Aeneas Roman beginnt, nämlich bei der Zerstörung Trojas, hören andere Texte auf, die ebenfalls zu den antiken Romanen zählen. Der Trojanische Krieg galt als Fixpunkt im Verständnis mittelalterlicher Weltgeschichte, weil zum einen aus ihm die Gründung Roms resultierte, wie es der Aeneas Roman erzählt, zum anderen, weil im Bewusstsein des mittelalterlichen Adels der Ursprung des Rittertums mit Troja verbunden war. Der dritte große historische und geografische Bereich, der literarische Stoffe für europäische Autoren lieferte, ist Britannien und die Bretagne. Ihre wichtigste Figur ist König Artus. Die eigentlichen Protagonisten der Handlung dieser Romane sind freilich andere Ritterfiguren, die Iwein, Erek, Gawain, Parsival, Wiegalois, Lancelet, Daniel oder noch ganz anders heißen. In lateinischen Geschichtswerken des 9. und 12. Jahrhunderts wird Artus als britischer Heerführer der Zeit um 500 erwähnt. Ab da entstehen zuerst wieder französischsprachige Versepen. Der Brite wird zum Vorbild der französischen Hofkultur, Exemplar veredelter ritterlicher Tugendethik und Herrschaftsidealität. Die fiktionale erzählte Zeit ist aber dann schon unbestimmt in ein Es war einmal verlegt. Vom Französischen aus werden die Geschichten in ganz Europa verbreitet, wiedererzählt, bearbeitet. In deutscher Sprache geschieht dies zuerst vermittelt über die Romanvorlagen Chrétiens de Troyes durch Hartmanns von Aue Erek und im Iwein. Kurz darauf Wolframs von Eschenbach Parsival und Ulrichs von Zatzikhofen Lancelet. Der Stoffkreis war im 12. und 13. Jahrhundert überaus populär. Die Neubearbeitungen verebben langsam im 14. Jahrhundert und verschwinden schließlich im 15. Jahrhundert ganz. Obwohl es in all diesen Romantypen immer auch und oft entschieden um Minne geht, Dido liebt Aeneas, Aeneas liebt Lavinia, Erek liebt Enite, Parsival liebt Convirammurs und so weiter, typisiert man einige Romane als ausgesprochene Minne-Romane, die sich historisch und geografisch nicht zu den eben besprochenen Stoffkreisen zählen lassen, jedenfalls nicht als gemeinsame Gruppe. Stattdessen aber
eigene ausbilden. Diese ranken sich um prominente Liebespaare wie zum Beispiel Tristan und Isolde, prominent vertreten von Gottfrieds von Straßburg Tristan-Roman, die aber nicht die einzige deutsche Version ist, oder Flore und Blancheflor. Je nachdem, wie stark oder weniger stark die Forschung das Thema Minne in einem Roman und dominant gegenüber dem Einfluss anderer Stoffe bewertet, kann ein Roman auch als Minne-Roman oder als Chanson de Geste oder auch als Legenden-Epik betrachtet werden. Dies ist zum Beispiel bei Ulrichs von dem Thürlin-Roman Arabe der Fall, der nämlich erzählt, wie Wilhelm, der Protagonist aus Wolframs von Eschenbach gleichnamigen Roman, Protagonist nämlich der Chanson de Geste, die Minne der heidnischen Königin Arabel für sich gewinnt und sie schließlich heiratet, nachdem Arabel sich hat taufen lassen und dann eben Güburg heißt. Wilhelm ist aber eben auch ein Heiliger. Die historische Figurenvorlage Wilhelm von Aquitanien wurde 1066 heilig gesprochen. So kommen Merkmale des Minne-Romans, nämlich die Minne zwischen Wilhelm und Arabel, Merkmale der Chanson de Geste, die heroischen Erzählungen um diesen Held Wilhelm von Aquitanien und die Heiligenfigur Wilhelm von Aquitanien bzw. Guillaume de Orange in einem Text zusammen. Und je nachdem, welche Perspektive man einnimmt, welchen Interpretationsskopus man für einen Roman hat, kann man ihn gattungstypologisch unterschiedlich ansprechen. Lebensgeschichten von Heiligen werden normalerweise oder zunächst in Legenden erzählt. Diese haben seit den Anfängen des Mönchtums einen festen Platz im religiösen Alltag des Mittelalters und haben schließlich auch in deutschen Bearbeitungen eine sehr reiche Überlieferung, vor allem in Sammlungen, das ganze Mittelalter hindurch erfahren. Als Legenden-Epik bezeichnet man Romane größeren Formats, die in Analogie zu kürzeren Legenden das Leben von heiligen Figuren breit auserzählen und mit Stoffen, Motiven und Erzählkernen aus anderen höfischen Gattungen anreichern. Denn solche legendenepischen Romane wie etwa Sankt Servatius, Heinrichs von Feldicke, der ja auch den Aeneas-Roman verfasst hat, oder König Oswald, Orendel und Salman von Morolf, die wir im Zusammenhang mit der sogenannten Spielmannsepik erwähnt hatten, wurden genauso an den Höfen in Auftrag gegeben, verfasst und vorgetragen, wie die Artus-Romane, die Minne-Romane oder auch der Minnesang und die Sangspruchdichtung. Themen wie Herrschaftspolitik und Expansion, Heidenkampf, Brautwerbung und Minne vor dem Hintergrund der Reflexion des mittelalterlichen Welt- und Geschichtsbildes werden auch in der Legendenepik verhandelt. Es war jetzt immer die Rede von historischen Settings und Figuren, Welt- und Geschichtsbild, geografischer Lokalisierung von Erzählstoffen oder sogar Geschichtsdichtung. Wie steht es aber nun um den Status dieser Romane vor dem Hintergrund einer historischen Wirklichkeit und um die Fiktionalität der Literatur? Wir sehen auch hier noch einmal auf der Karte, die ungefähr die Zeiten und Gebiete von Erzählstoffen einiger Romangattungen des Hochmittelalters angibt. Wir zwar die Stoffe vielfach auf historischen Personen und Ereignissen beruhen, das gilt im Besonderen für die Chanson de Geste und die Heldenepik, dennoch handelt es sich nicht um Geschichtsliteratur in unserem Verständnis, die Rückschlüsse auf reale historische Ereignisse eins zu eins zuließe. Die Dichter, die auf Grundlage mündlicher und verstreuter schriftlicher Überlieferung die Texte formten, weiter und wieder erzählten, hatten gar nicht den Anspruch, ihrem Publikum historisch wirklichkeitsgetreu in geschichtlichen Zusammenhängen zu unterrichten. Sie wollten unterhalten, beeinflussen auch, den Geschmack und die Interessen der RezipientInnen treffen oder auch ihre AuftraggeberInnen zufriedenstellen. Sich wiederholende, dem Zeitgeschmack entsprechende Erzählmuster und Motive wurden mit diesen Figuren und Ereignissen verbunden, Geschehnisse auserzählt, ausgeschmückt, angereichert, umerzählt oder eben auch ganz neu erfunden. Es ist auch nichts Ungewöhnliches, dass bisweilen Gestalten, Ereignisse und Orte aus unterschiedlichen Zeiten und Gegenden zusammenkommen.
fiktive Gestalten und Handlungsmotive hinzugedichtet werden, ohne dass der historische Kern aufgegeben würde und die Gewissheit des Publikums, etwas über einen Teil der Weltgeschichte zu erfahren, der für es selbst als Nation, als Fürstenhof oder auch als Adelsstand allgemein intrikate identifikatorische Relevanz hat. Medievistische Philologen stimmen im Wesentlichen darin überein, den Beginn einer europäischen Geschichte der Fiktionalität für die Mitte des 12. Jahrhunderts anzusetzen. Hier spielt insbesondere der altfranzösische Epiker und Lyriker Chrétien de Troyes um 1140 bis um 1190 eine zentrale Rolle. Auf ihn geht die Tradition der Artusdichtung zurück. Wir haben aber schon gesagt, dass auch in anderen epischen Gattungen die Grenzen zwischen Ficta und Facta aufweichen. Chrétien hat die Fiktionalität natürlich nicht erfunden. Jedoch basiert die Artus-Epik auf nur sehr wenigen historiografisch verbürgten Elementen. Vielmehr wird die Handlung explizit von fiktivem Personal getragen, spielt an fiktiven Orten zu einer unbestimmten Zeit in der Vergangenheit, von der nicht etwa vergessen wurde, wann sie stattfand, sondern die Unbestimmtheit ist gerade der fiktionale Raum, in dem sich Erzählen ermöglicht. Der prägnant hervortretende Erzähler der Geschichte reflektiert über den Status des Erzählens als künstlerische Erfindung, als fiktionale Konstruktion. Die Kunst dieser Romane und denen, die in ihrer ästhetischen Tradition stehen, besteht dabei aber auch immer darin, dem Publikum die Unmittelbarkeit und Wirklichkeit der Handlung vor Augen zu stellen. Nicht zuletzt werden ja vor allem Themen behandelt, die die adligen RezipientInnen an den Adelshöfen selbst angingen, nicht aber in einem historischen Kontext nationaler, politischer und oder religiöser Identität, sondern in höfisch-ritterethischer und nicht zuletzt kunstästhetischer Hinsicht als Ausweis der Überlegenheit ihres Standes. Der Vollständigkeit halber, wenn Goethes Naturformen zwar die Sachtexte, also solche Texte, die nicht im engeren Sinne lyrisch, dramatisch oder erzählend, also episch sind, gehören sie, wie in unserer modernen Gesellschaft auch, zu den im Mittelalter am häufigsten überlieferten. Die germanistische Medievistik, wie sie ihren Text- und Literaturbegriff weit fasst, beschäftigt sich mit der Gesamtheit deutschsprachig überlieferter Texte des Mittelalters. Die germanistische Medievistik als Wissenschaftsdisziplin hat sich historisch nämlich eigentlich aus der Erforschung von historischen Rechts- und Wirtschaftssystemen entwickelt, aus dem Bedürfnis heraus, auf Grundlage der Vergangenheit gegenwärtige Zustände zu beschreiben. Diese beiden Herren kennen Sie vielleicht. Es sind Jakob und Wilhelm Grimm. Beide waren ausgebildete Juristen, begannen aber schon früh, sich neben der Rechtsgeschichte unter dem Einfluss der theoretischen Schriften, unter anderem von Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe und Johann Gottfried Herder, sich für die poetischen Texte und vor allem für die Sprache des deutschen Mittelalters zu interessieren. Dafür war es zunächst überhaupt erst notwendig, die Quellen zu recherchieren und aufzuarbeiten, aus den verstreut überlieferten handschriftlichen Texten des Mittelalters in gedruckten Ausgaben verfügbar zu machen. Das bis heute umfänglichste Wörterbuch der deutschen Sprache geht auf die Arbeiten der Grimms zurück und ist heute im Wörterbuchnetz vollständig online verfügbar. Die Quellenbasis für dieses Wörterbuch macht keinen Unterschied zwischen poetischen und nicht poetischen Texten, also nicht erzählenden Sachtexten bzw. Fachliteratur. Darunter sind zum Beispiel Texte aus dem Bereich der praktischen, politischen, klerikalen und wirtschaftlichen Verwaltung wie Urkunden zu verstehen, Rechtstexte, Chroniken, enzyklopädische und Lehrdichtung im Bereich der Moraldidaxe und Tugendlehre, die ihren Zweck in der Erziehung junger Adliger hatten, Texte aus dem Bereich der Medizin, der Naturkunde, Reiseliteratur und Fachkunde wie Kriegs- und Jagdwesen, Haushaltskunde, Tierhaltung und Ähnliches. Vieles tritt frequent erst im Spätmittelalter auf, anderes wie etwa Rechtsbücher, Chroniken und Tugendlehren oder das politische oder religiöse Traktat haben ihre Vorbilder schon in der Antike. Gerade zur Epik, also
erzählenden Texten sind die Übergänge allerdings vielfach fließend, weshalb auf die Unterscheidung einer vierten Naturform auch ganz verzichtet werden könnte. In der Forschungsliteratur findet man bisweilen auch den missverständlichen Begriff der Gebrauchsliteratur anstelle von Sachliteratur. Missverständlich aber deshalb, weil die mittelalterliche Literatur stärker als das in der Moderne der Fall ist, in jeweils in recht spezifischen Gebrauchszusammenhängen zu denken ist, die sich nicht im unterhaltsamen Lesen erschöpfen und für ein distinktes Publikum mit entsprechenden Ansprüchen an diesen Gebrauch verfasst wurde. Literatur des Hochmittelalters, deren inner- und außerliterarische Akteure an den Fürstenhöfen und/oder Klöstern ihrer Zeit angesiedelt sind, werden in sozialen, machtpolitischen und repräsentativen, ethisch-moralischen, bildenden und erzieherischen sowie religiösen Kontexten aktualisiert und erfüllen eine gesellschaftliche Rolle, die über einen Unterhaltungswert weit hinausgeht, schon deshalb, weil Literatur kollektiv in eigens dafür geschaffenen Raum-Zeit-Paradigmen aufgeführt und rezipiert wurden. So gesehen ist jede Literatur Gebrauchsliteratur, sei sie episch, lyrisch, dramatisch oder auch sachliterarisch, der Begriff ist daher überflüssig, weil er keine Unterscheidungen mehr machen kann. Gattungsbezeichnungen, wie ich sie Ihnen hier vorgestellt habe und wie sie in der medievistischen Forschung gebraucht und nicht selten kontrovers diskutiert werden, sind natürlich retrospektive Zuschreibungen aufgrund von beobachtbaren gemeinsamen Merkmalen auf formaler und inhaltlicher Ebene. Das Mittelalter wusste nichts von Naturformen und verfügte über keine elaborierte theoretische Gattungsreflexion. Einheitliche Gattungsnamen waren unbekannt. Das heißt aber nicht, dass es nicht so etwas wie ein Gattungsbewusstsein unter Autoren und RezipientInnen im Mittelalter gegeben hätte. Vielmehr ist durchaus bemerkenswert, wie weit das Verständnis für die Ordnung von Texten nach bestimmten Kriterien tatsächlich ging, die nicht immer den uns heute relevant erscheinenden entsprechen müssen. Die Überlieferungssituation von Texten, das heißt der Überlieferungskonvoi, der besagt, welche Texte zusammen in einer Handschrift aufgeschrieben oder nachträglich zusammengebunden und aufbewahrt wurden, verrät uns vieles über das Gattungsverständnis mittelalterlicher Personen, die an der Produktion von Texten, Handschriften und Sammlungen beteiligt waren. Dass beispielsweise die Sangspruchdichtung zusammen mit dem Minnesang in den großen Sammelhandschriften, wie etwa dem prominenten Codex Manesse, unter Autornamen zusammengeordnet sind, sagt etwas darüber aus, wie wenig die Texte als kategorial unterschiedliche Gattungen gemäß unserer modernen Begrifflichkeiten wahrgenommen wurden und dass die Zusammenschau des Werks eines einzelnen Autors, jedenfalls in dieser Sammelhandschrift, wichtiger war als thematische und/oder formale Unterscheidungskriterien. Für diese Überlieferungssituation spricht, dass zur Zeit der Herstellung der Sammelhandschrift um 1300 nämlich, sich die Liedgattungen formal und inhaltlich schon stark angenähert hatten und die Übergängigkeit in Form und Inhalt im Spätmittelalter eher die Norm als die Ausnahme wurde. Neben der Überlieferungssituation von Texten kann als weiterer Hinweis auf so etwas wie eine gewissermaßen vortheoretische Gattungsreflexion im Mittelalter gelten, wenn sich zum Beispiel Erzählweisen, Erzählmotive wie Strukturmuster der Narration, Figurenkonstellationen oder Mikroerzählszenen, die der Literaturwissenschaftler Jan-Dirk Müller Erzählkerne genannt hat, in auffälliger Weise nicht nur wiederholen, sondern zwischen unterschiedlichen Texten, also intertextuell, regelrecht aufeinander verweisen. Graduell können die Vernetzungen zwischen Texten vom lockeren, inhaltlichem oder formalem Anspielungshorizont über Motivzitate bis hin zu wörtlichen Entsprechungen reichen. Als Beispiel erinnere ich Sie an die Eingangsverse des Annoliedes. Hier wird sehr deutlich auf die Erzählsituation des deutschen Heldenliedes angespielt. Das bedeutet zum einen, formal, also bezogen auf den Diskurs, auf eine kollektive Mündlichkeit des Vortrags, zum anderen, im Hinblick auf die Histoire, dass sich der Erzähler auch inhaltlich an die Heldenliedtradition anschließt und seinen Protagonisten,
Erzbischof Arno von Köln, in gewisser Hinsicht genealogisch mit den Helden der Vergangenheit und vor allem mit der Tradition ihrer gemeinschaftlichen Verehrung und Identifikation in Verbindung bringt. Das bedeutet nicht automatisch, dass wir als moderne LiteraturwissenschaftlerInnen das Anno-Lied deshalb mit dem Hildebrandslied oder dem Nibelungenlied in ein und dieselbe Gattung stecken. Aber doch, dass sich mittelalterliche Autoren über bestimmte Muster und Merkmale, die einzelne Texte zu Gruppen zusammenfassen, bewusst waren und diese für spezifische Darstellungszwecke gezielt zu nutzen verstanden, auch ohne eine explizite theoretische Auseinandersetzung mit der Gattungsthematik aufzuweisen.